Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 27. Dezember 2017? Die Sonne befindet sich im Tierkreiszeichen Steinbock. Die chinesischen Astrologen sagen, das ist der Himmelskaiser, und der Himmelskaiser bewegt sich jetzt gerade im Palast des Nordens, was die Chinesen als schwarze Schildkröte nennen. Sonne begegnet sich mit Lilith. Lilith ist kein Himmelskörper, sondern Lilith ist ein Energiefeld. Ein Schnittpunkt im Mondumlaufbahn, das ist der weiteste Punkt im Mondumlaufbahn, was der Mond überhaupt erreichen kann. Und dann dreht sich um und nähert sich wieder Richtung Erde. Diese Lilith. Oder gibt es auch andere Bezeichnungen dazu, wie die Schwester des Mondes oder schwarze Mond, löst in uns etwas aus. Und es ist heute spürbar, weil die Sonne bestrahlt das, diese Energiefeld. Und das spüren sie hautnah, die Steinbockgeborenen, und spiegelt etwas für die Krebsgeborenen. Und was vermittelt diese Energiefeld? Unsere Wünsche, Sehnsüchte, Träume, Visionen. Wenn das realistisch ist, ist auch erreichbar. Und sollen wir das als Ziele setzen? Und die Steinbockgeborenen sind sehr gut, berühmt dafür, ihre Ziele zu erreichen. Sie haben diese Kraft. Aber wie verhalten wir uns, wenn dieses Energiefeld aktiviert wird wie heute? Wir verneinen das. Wir laufen davon. Und dann kommen die kluge Begründungen. Ich habe das nicht verdient. Ich bin nicht gut genug. Ich kann das sowieso nicht. Oder wenn das um Berufung geht. Ach, ich habe die Ausbildung nicht. Ich bin zu alt dazu. Und so weiter und so fort. Und solche Momente wie heute, gerade wo die Sonne das aktiviert alles und ist spürbar, sollen wir das drehen, umdrehen. Wie die Mond dreht sich auch und nähert sich Richtung Erde. Und Erde ist Materie, also Realität. Und dieser Traum kann auch Realität werden. Wir sollen nur umdenken. Das Problem ist bei diesem Prozess, dass der Verstand erklärt wunderbar, aber das Gefühl ändert nicht, weil dieser Wunsch, diese Sehnsucht, dieser Traum, diese Vision können wir nicht unter dem Teppich kehren, sondern das bleibt erhalten. Und dann fühlen wir uns unzufrieden. Unzufrieden, weil die Liebe kommt nicht zur Erfüllung, weil wir laufen davon. Oder unzufrieden, weil wir nicht unserer Berufung leben, sondern wir haben anderen Pflichten. Ein Arbeitsplatz, wo wir uns nicht wohlfühlen. Also wir sollen da die Richtung ändern. Und das ist die Botschaft, ich wiederhole es noch einmal, besonders für die Steinbockgeborenen, und das spiegelt etwas für die Krebsgeborenen. Der Mond hat eine zunehmende Mondphase und es eignet sich ganz gut, etwas starten, was vermehren soll. Mond bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen wieder und das ist auch eine gute Energie, etwas Neues beginnen, weil die Widder hat diese Kraft und Mut, etwas Neues starten. Die chinesischen Astrologen bezeichnen der Mond als Himmelskaiserin und sie sagen, die Himmelskaiserin bewegt sich jetzt im Palast des Westens, weil in diesem Himmelsrichtung befindet sich der Mond und die chinesischen Astrologen sagen dazu, das ist die weiße Tiger. Wenn wir schon
in Palasten und Himmelsrichtungen sind, dann kann ich auch vermitteln, wo befindet sich unser Planet Erde. Unser Planet Erde bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Krebs. Und die chinesischen Astrologen sagen dazu, das ist die Palast des Südens, der rote Vogel. Aber kehren wir zurück zur Mondenergie, weil Mond beeinflusst unseren Alltag. Mond bekommt eine Spannung heute zum Pluto. Also wird auch etwas aktiviert an uns. Also erstes Mal die Neuanfang, die Neubeginn, die Veränderungen. Und was blockiert dabei? Was vermittelt dieser Pluto-Einfluss? Das ist das Loslassen oder Trennen, Kündigen, Verabschieden. Und es ist die Notwendigkeit bei den Veränderungen. Aber da haben wir vielleicht noch Themen. Also es ist wichtig, auch bewusst sein, das ist notwendig, von etwas verabschieden, von etwas trennen oder kündigen. Oft handelt es um unseren eigenen Gefühlen, wie Angst, Schuldgefühl, Zweifel. Also das bitte loslassen und angstfrei leben. Nicht nur diese Spannung vermittelt das, sondern es gibt auch noch andere Einflüsse von Sternbilder. Und die bestrahlen auch die heutigen Mondenergie und Mond saugt es auf wie ein Schwamm und dann leitet uns das weiter. Mond vermittelt uns etwas und es berührt unseren Gefühlen, unseren Emotionen. Welche Sternbilder haben einen Einfluss auf die heutigen Mondbewegung? Das ist die Sternbild Andromeda. Ich erzähle die Geschichte dazu, kann man das besser nachvollziehen. Es gab einmal eine Königin Cassiopeia. Und diese Königin Cassiopeia prahlte überall, ihre Tochter Andromeda sei die schönste überhaupt. Schöner sogar als die Meeresjungfrauen. Die Meeresjungfrauen haben sich beschwert bei Gott des Meeres, bei Poseidon. Poseidon wurde dann zornig und schickte den Walfisch, dieses Meeresungeheuer, zu dem Königreich, die Königin zu bestrafen. Dieser Walfisch ging im Königreich und bestrafte nicht die Königin direkt, sondern bestrafte Andromeda, die schöne Königstochter, und fesselte in Felsen. Andromeda war gefesselt, könnte sich nicht bewegen. In der Nähe befanden sich dann Medusa, der Furchterregenden, und Andromeda so viel Angst gehabt, aber war gefesselt. Könnte sich nicht befreien von diesem Ängsten, weil sie fühlte sich wie ein Stein in diesem Felsen. Bis dann Perseus kam und befreite Andromeda von diesem Fesseln. Und das Wunderbare war dann, dass die beiden sich auch verliebt haben, Andromeda und Perseus. Und dann kam der geflügelten Pferd Pegasus und befreite die beiden und flogen davon, also schenkte die Leichtigkeit. Diese Geschichte erzählt uns etwas, befreit zu sein von unserem Ängsten. Weil wir verängstlich sind, sind wir auch unbeweglich. Fühlen wir wie ein Stein. Und es ist wichtig, und die Schwert Perseus, wie ein Schwung, sollen wir von unserem Ängsten loslassen, angstfrei leben. Und dann kommt diese Erleichterung, was Pegasus vermittelt, dieser geflügelten Pferd. Das bewegt sich etwas, aber das hat auch Flügel, also gibt auch die Luftelement, die Leichtigkeit. So ist die Befreiung und das ist die Geschichte dazu zum Nachdenken. Und es wirkt energetisch auf dem heutigen Tag, weil Mond nimmt diese Energie auf, diese Botschaft und versucht uns das vermitteln. Also es ist gut daran denken und nicht nur dieser Mondeinfluss von den Sternen, von Andromeda, dieser Einfluss, sondern die Pluto-Einfluss sagt das Gleiche aus.
Und schauen wir die einzelnen Tierkreiszeichen an. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen verspüren diese Spannung. Bei Veränderungen, bei Neuanfang sind es Hindernisse. Und die Geschichte von Andromeda und die Pluto-Energie, nochmal eine Botschaft, sagt klar und deutlich, besonders für die Wiedergeborenen, es geht nichts voran, wenn ihr Ängste habt. Oder ich könnte sagen, wenn wir Ängste haben, ich gehöre auch dazu. Oder sind es vielleicht anderen Themen, von etwas noch trennen oder etwas loslassen, etwas verabschieden, etwas kündigen, weil daran liegen die Hindernisse. Wenn das geschieht, dann kommt der Erfolg, dann kommt die Vorwärtsbewegung. Dann die Chancen, Möglichkeiten auch wahrnehmen. Aber da sind die Wiedergeborenen im Augenblick etwas unsicher. All das passiert in ersten Linien um Beruflichen. Das wichtige Thema ist noch bei den Wiedergeborenen die Finanzen. Nicht nur die Finanzen sollten wir achten, sondern auf die Energiefeld, die Werte, die Selbstwertgefühl, die Wertschätzung, weil energetisch hängt es Hand in Hand zusammen mit dem Geld. Also das sind die Themen für die Wiedergeborenen, von Ängsten zu befreien, von alles verabschieden, was hindert, nicht unsicher sein, sondern mutig bei diesem Neuanfang, besonders im beruflichen Umfeld ist es, diese Wertschätzung achten, Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein und dann verbessert sich auch die Finanzen. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen kommen kleinere Veränderungen. Sie sind die Vorbereitungsphase. Entweder ein Besuch, eine kleine Reise, ein Ausflug, kleinere Veränderungen oder ein Umzug im vertrauten Umgebung. Es sind schon die ersten Schritte, die ersten Meldungen, aber noch die Vorbereitungsphase und in den kommenden Tagen wird das richtig aktiv. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen verspüren die schöpferische Kraft. Und mit diesen Ideen, mit diesem schöpferischen Kraft können sie viel erreichen im Beruflichen. Aber nichts übertreiben, sondern auch darauf achten, dass sie zur Ruhe kommen. Also ein Ausgleich brauchen die Zwillingsgeborenen. Was noch wichtig ist, weil hier spiegelt auch etwas, das sind die Gespräche, die Kommunikation. Nicht warten, bis diese Nachricht kommt, sondern auf anderen zugehen, weil so kommt das im Gleichgewicht, so kommt das in Harmonie. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen fühlen sich ein bisschen gebremst heute. Das spiegelt sich auch etwas im Leben, das sind die Wünsche, Sehnsüchte, Träume, besonders was die Liebe betrifft. Und wichtig für die Krebsgeborenen, dass sie daran glauben und nicht nur warten, bis der andere auf sie zukommt oder die Kontakt kommt oder eine Bestätigung oder Gefühle, sondern hier wird etwas widerspiegelt, auf anderen zugehen. Und wenn das um Wünsche, Sehnsüchte handelt und die Krebsgeborenen vielleicht dazu neigen, davonlaufen, weil sie Angst vor Bindung haben oder kommen die Erklärungen, er oder sie ist noch gebunden oder wohnt zu weit weg, das hat eh keinen Sinn. Also jetzt nicht nach Verstand halten, sondern auch nach Gefühl und sagen, da kommt immer eine Lösung, ist ja kein Problem, wenn die andere zu weit weg wohnt. Ich nehme mal die Kontakt auf und mal kann man dann sehen, wie das sich entwickelt. Also so in die Richtung sollen die Krebsgeborenen denken, wenn das um Liebe geht. Und das ist die wichtigste Thema momentan bei den Krebsgeborenen. Auf anderen zugehen oder Gefühlen zeigen, Gefühlen annehmen und nicht davonlaufen, weil genau das spiegelt gerade die Schicksal. Und in den kommenden Tagen kommt auch schon die Bestätigung. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben karmische Themen. Das sind Lösungen, was von alten Karma kommt,
Etwas lernen Sie oder bekommen Sie Erkenntnisse oder stehen im Neuanfang und die Thema, die Bereich, die Lebensbereich, wo die Löwen geboren diese karmische Erlebnisse, Erfahrungen haben, das ist die Liebe Partnerschaft, ein Neuanfang in die Liebe oder neue Kontakte oder bei die bestehende Partnerschaft etwas verändern, verbessern. Was wichtig ist bei den Löwengeborenen, dass auf eine Nachricht warten, so, also kommt eine gute Nachricht und da kommt auch die Bestätigung. Also Thema ist Liebe, Partnerschaft, karmische Thema haben sie zurzeit und eine gute Nachricht und auch Veränderungen ist zum Erwarten. Die Tierkreiszeichen Jungfrau geboren fühlen sich ein bisschen unsicher. Sie haben aber die Kraft. Und wenn Sie diese Kraft erkennen an sich selbst, weil da ist die Quelle, und Mut haben, etwas verbessern im Leben, dann können Sie diese inneren Unsicherheit überwinden und das wirkt in allen Ebenen. Auch bei beruflichen, auch in der Liebe, Partnerschaft. Und dadurch verbessert sich die Wertschätzung und auch die Finanzen. Bei Tierkreiszeichen Waage geborenen ist eine größere Veränderung, eine große Reise oder größere Erkenntnisse wie ein Studium, plötzlich verstehen die Zusammenhänge oder starten wirklich ein Studium oder sind sie dabei und haben die Prüfungen, kann auch eine Reise sein oder planen eine größere Veränderung im Leben. Und das sind die Richtungen. Und wichtig ist, dass Sie diesen Mut haben und heute die inneren Gleichgewicht achten, nicht verunsichern lassen, sondern die Ruhe bewahren, klare Entscheidungen treffen, orientieren, welche Möglichkeiten, welche Chancen und dann kommt das alles im Fluss. Die Tierkreiszeichen Skorpion geboren fühlen sich ein bisschen unsicher, wird aber in den kommenden Tagen besser, kommt auch die Bestätigung, die Stabilität, die Sicherheit und sie haben auch eine sehr tolle Energie in allen Ebenen, besonders im Beruflichen haben Erfolg gerade. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen können richtig aufatmen und sie haben rundherum Glück. Und es wird auch spürbar sein, nicht nur heute, sondern in die nächste Zeit. Gute Gespräche, Chancen, Möglichkeiten in die Liebe, kommt auch mehr Stabilität. Also ein richtiger Aufstieg, gerade bei den Schützengeborenen. Sie haben momentan eine glückliche Zeit. Die Tierkreiszeichen Steinbock-Geborenen ist dieser Lilith-Thema, also Sehnsüchte, Wünsche, Träume, Visionen wahrnehmen. Ernst nehmen, die Sonne bestrahlt es auch, damit Klarheit bekommt darüber und nicht davonlaufen und keine Erklärungen, ich kann das nicht, ich will das nicht, weil ich erreiche das sowieso nicht, sondern als Ziel setzen und sagen, ich nehme das vor, Jahr 2018 erreiche ich das. Als Ziel setzen und dabei bleiben, konzentriert dabei bleiben, weil das ist gerade der Prozess, wo sich die Steinbock-Geborenen befinden und heute wird es beleuchtet von der Sonne, damit man da klar sehen kann und orientieren, dass man in Form zu bringen, mal begreifen und beschreiben, auch was ist es genau? Ist das eine bestimmte Liebe oder das ist die Berufung und so in die Richtung orientieren. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen ist wichtiges Thema, die Werte, Wertschätzung, Finanzen. Heute ist nicht gut zum Investieren. Im Allgemeinen kommt es im Fluss. Im Allgemeinen haben die Fischengeborenen Glück. Aber heute ist ein bisschen riskant. Risiko ist da. Es könnte sein, dass das Geld verloren geht oder eine Ausgabe da ist, ein Kauf und das ist zu teuer. Und dann bereuen sie das, die Fischengeborenen, sondern heute ist wichtig, eher auf den Gefühlen achten, die Wertschätzung. Und etwas vorbereiten finanziell, ein Kaufvertrag oder etwas investieren oder versuchen einen Gewinn erzeugen und dann in den kommenden Tagen kommt das auch. Aber nicht heute, weil da sind eine gewisse Sperre da und das kann zum Verlust führen. Und das war mein Tageshoroskop. Diese Tagesenergie ist natürlich allgemein, aber es besteht immer die Möglichkeit, das Maß geschnitten beschreiben. Und Sie können mich gerne fragen, ich beantworte auch diese Fragen. Und es ist gerade auch aktuell
mal die Frage stellen, was kommt auf mich zu Jahr 2018? Was sind die Tendenzen? Habe ich da Lernaufgabe? Was ändert sich in mein Leben? Und dann die einzelnen Monaten. Was passiert in einzelnen Monaten? Welche Tage sind vorteilhaft? Wo soll ich achten? Sind da Hindernisse? Und ich kann das Jahr ganz genau beschreiben. Und wir können auch das als Video anfertigen. Natürlich anonym. Und da haben Sie immer die Videoaufnahme und dann haben Sie mal die Tendenz. Und das ist wirklich was ganz Persönliches. Und unten bei der Beschreibung befindet sich auch mein Kontaktdaten. Nicht vergessen, immer im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.